Und willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir hier beim Maskenhändler stehen geblieben. Ich habe heute einen Special Gast dabei. Hi. Ich hoffe jetzt, so muss das eigentlich besser funktionieren. Ich kann auch gerne noch ein Stück zu dir rutschen. Ja, finde ich besser. Kein Problem mit. So, wir holen uns jetzt erstmal die Maske, denn ich will ein bisschen die Masken-Side-Quests machen. Ja. Hallo und herzlich. Genau, ich sag herzlich und da steht gar nicht herzlich. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leute Freude bringen. Wärst nicht auch du gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Nein. Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklich sein. Vertrau mir. Wir müssen das Geld wieder nicht abgeben, also von daher, warum sollten wir glücklich sein? Doch müssen wir, weil wir leihen die uns und verkaufen die dann. Ja, aber wir müssen ja trotzdem das Geld dann wieder abgeben, also warum sind wir dann glücklicher? Keine Ahnung. So. Ein komischer Kauz. Bam. Ich bin gespannt, wie viele mich nur an meiner Stimme erkennen werden. Denn sie ist auch noch in anderen Videos mit dabei. Ja. Willst du sagen, in welchen? Nein, das sollen die Leute selber erraten. Na gut. Ja. Können ja auch erraten, wer ich bin. Okay, die Geschwindigkeitsbegrenzung ist weg. Alles an. Da. So. Und Link rollt und Link rollt. Wir können als erstes gehen wir nach Kakariko. Und geben die Maske da ab. Vianische Steppe. Ja. Denn wir haben ja. Das sieht aus wie ein Heiligenschein auf dem Berg. Das ist aber der Todesberg. Das sieht trotzdem aus wie ein Heiligenschein. Warum funktioniert das? Was? Das ist die ganze Zeit Rolle. Normalerweise darf das nicht funktionieren. Ja. Denn wir haben ja von... Ich dachte, das wäre ein Briefkasten. Ja. Es sah von weitem aus wie ein Briefkasten. Spiel aufgehangen. Yay. Ich dachte, das funktioniert mit reinklicken. Ah. Denn wir haben ja von der Wache den netten Hinweis bekommen, dass wir uns ja da und da das Hylia-Schild billiger holen können. Und im Ausgleich möchte er halt eine Maske haben. Jetzt bringen wir ihm die Maske. Sie klingt nicht cool aus. Oh mein Gott! Warte mal, die Spitzen sind schwarz, ne? Ja. Das sieht ein bisschen aus wie Pikachu. Hey, komm! Eine gelbe Maske. Mit schwarzen Ohrenspitzen. Ja. Okay. Hast recht. Gib die mir, ich mal noch die roten Wangen drauf. Nein. Wieso nicht? Warum? Sieht doch viel süßer aus. Grüße gehen raus an Fifi, sein erstes Cosplay war Pikachu.
Und zwar müssen wir ihm jetzt die Maske halt geben. Das Ding ist, wir haben 200 Rubine, er kauft sie uns für 10 ab. Ha, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Aha. Hey. Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn du... Würdest du sie mir verkaufen? Ja. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musst, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn von 5 Rubinen gemacht. Erwirtschaftet. Schön. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Das Ding ist, dieser Wachmann, der hier steht, der wird jetzt das ganze Spiel über so stehen. Bleiben. Yay! Ein Pikachu-Wachmann. Entschuldigung, für mich ist die Maske einfach Pikachu. Alles klar. Das kommt jetzt nicht drum herum, das hat die Maske sich jetzt selber zu schreiben. So. Kannst du das Huhn eigentlich auch mit rausnehmen? Nein. Schade. Guck. Ich nehme das jetzt mit. Da. Aber erstmal fliegen. Guck. Ja, nicht eine Steppe. Hätte ja klappen können, oder wie war das? Ja. Wäre toll gewesen. Das macht mir Angst. Der ist mir ein bisschen zu aufdringlich. Tja, so sind Menschen. Menschen? Oder gut 50% der Männer. Machen wir 90 draus? 80. Na gut. 75. Dann schon eher 85. 95. Okay, mit den Asylbewerbern dazu. Ich will noch reinkommen, bevor es dunkel wird. Ich will noch reinkommen, bevor es dunkel wird. Geschafft. Komm bitte nicht auf die Idee, mit mir auch eine Frage- und Antwortspiel zu machen. Ich glaube, dann würde ich ja über die ganze Zeit lachen. Weil ich mich nicht ernst nehmen könnte. Ja. Jetzt gleich so in den Kommentaren gesmasht. Mach mir die Frage und Antwort, mach mir die Frage und Antwort. Genau. Wer möchte ein FAQ haben mit ihr? Bitte, Dankeschön, in die Kommentare. Schatz, du hast angefangen damit. Ja. Du hast sie verkauft? Fantastisch. Dann zahl mir nun meine 10 Rubinen für die Fuchsmaske. Hey, die hängt da noch. Ja. Oh, die Maske da noch. Das sieht ja geil aus. Hm? Die da sieht geil aus. Ja, und die nehmen wir jetzt auch mit. Geil. Um andere zu erschrecken. Das Bescheuerte ist halt, anstatt dass dann da so ein Schild hinkommt, sold out, musst du jedes Mal die Maske halt selber wieder auswählen. Bam, bam, bam. Du siehst bescheuert aus. Du? Was sagst du? Du siehst bescheuert aus.
Ihr habt doch alle keinen Sinn für Mode. Frag doch mal das tanzende Pärchen da. Der spielt im Majora's Mask eine große Rolle. Okay. Was? Beachte ihn nicht, Darling. Wir haben Besseres zu tun. Küss mich. Vor allem Küss mit scharfem S. Schatz, überleg, wie alt das Spiel ist. Und in welcher Zeit es spielt. Yeah. Komm, sonst hau ich immer die Rechtschreibfehler rein. Jetzt lass mich da auch mal einen gefunden haben. So, jetzt ist die Sache, wo gehen wir die am besten ab? Das weiß ich nicht. An irgendjemanden, der Spaß hat, die Leute zu erschrecken, würde ich sagen. Ich weiß es auch gerade nicht. Ob wir jetzt die nach Kakariko bringen müssen oder wiederum... Ziemlich verarschen, Kamera. Hä? Das Spiel ist irgendwie kaputt. Echt? Ja. Ich kann die ganze Zeit rollen, was irgendwie ein Bug ist. Ich kann aber nicht rückwärts laufen. Guck, ich kann mit Z nicht laufen, wenn ich das mal... Guck mal, ich slide. Uhu, Buggy. Läuft. Läuft. Meine ist viel schöner, meine Kette. Ja. Ach so, du solltest dich den Viechern, die da hinten jetzt sind, den da nicht nähren. Wieso? Die sind böse. Nähren? Nähen. Annähern. Ja, nähren. Du hast nähren gesagt. Nähren. Nicht nähren. Nicht nah rangehen. Hör wir mich nicht. Nicht annähern, wenn dann bitte. Ja. Es fängt an zu laggen. Entschuldigung. Ja, davon kannst du nichts. Doch, allein meine bloße Anwesenheit macht das Spiel kaputt. Greifen die dich eigentlich an auch, wenn du so eine Maske hast? Ja, tun sie. Schade. Wäre eigentlich ein cooler Nebeneffekt gewesen, wenn man von den Viechern verschoben geblieben wäre, wenn man diese Maske trägt. Ey, das ist doch scheiße. Warum funktioniert das nicht? Warte mal. Jetzt bloß nichts Falsches drücken. Ich hoffe, dass ich irgendwie in die Einstellung gerade komme. Ansonsten muss ich gerade mal in die Controller-Plugin-Einstellung gehen. Vielleicht muss ich das so machen. Das kann ich dir nicht sagen. Das gucken wir jetzt. Ja, okay. Rapid Fire. Es lag an dem Rapid Fire Plugin. Meiner Controller-Einstellung. Läuft. Wieder was dazugelernt. Es ist Nacht in Kokiri. Weil jetzt rollt er auch nicht mehr die ganze Zeit, sondern nur einmal, wenn ich drücke. Ist zwar cool gemacht, aber nein. Nervig auf Dauer. Ja. Und klettern. Dass man da überhaupt hochklettern kann, so wie das aussieht. Ja, durch diese dezent leichten Efeu-Ranken. So, wie gesagt. Kaum sieht. Ja. Die Maske bringen wir noch weg und dann wäre es das auch schon erstmal. Also momentan sind jetzt zwei Parts angesagt,
zwei, drei Parts. Ich kann auch das Ganze da in einem Part. Schon 2:10 haben. In der Nacht. Und ich so langsam müde werde. Wohl bemerkt, ja. In der Nacht. Ja. Ich hoffe, ich kann die hier abgeben bei dem. Ansonsten bin ich im Arsch. Verlorene Wälder. Ansonsten muss ich nämlich nach Kakariko laufen. Nein, ich kann die hier abgeben. Hey! Hey! Du da unten, der Maske. Unter der Maske, Entschuldigung. Ja, dann hopp. Bist du nicht der junge Kokiri? Hui! Oh hey, das ist cool. Eine coole Maske hast du da. Echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute schocken. Hey, gibst du mir die Maske? Yep. Cool. Ich werde sie immer tragen. Okay. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Verlust. Den Verlust musst du aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Ein Verlust von 10 Rubinen. Hm. Aber der sah mit der Maske gruselig aus. Oh mein Gott. Tja, passiert. Soll ich dir mal was zeigen? Was denn? Siehst du gleich. Da warst du doch auch schon mal. Zwei Schatten. So Leute, also ich würde sagen, ich werde jetzt Richtung Maskenhändler gehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part back bei dem Maskenhändler und ja, bis dahin, haut rein, tschüss. Tschüss. Hm. Nein, ich sag nicht viel. Nein? Nein. Nein. Nicht zum Abschluss. Tüdelö.